So, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Gedanken der Woche. Es tut mir wirklich leid, dass ich so unregelmäßig veröffentliche, aber in dieser Winterzeit, da habe ich wirklich das große Problem, dass hier das Licht in dieser Wohnung oft sehr früh verschwindet oder am frühen Nachmittag die Sonne sehr, sehr tief steht und dann auch nicht richtig geeignet ist, um Videos aufzunehmen. Ich muss sagen, ich finde natürliches Licht einfach wahnsinnig schön und sehr, sehr viel schöner als diese Scheinwerferbeleuchtung. Und aus diesem Grund habe ich nur dieses enge Zeitfenster, um diese Videos aufzunehmen. Und da ich arbeite und tatsächlich früh morgens das Haus verlasse und dann spät nachmittags oft wiederkomme, fehlt mir dann tatsächlich die Zeit, um diese Aufnahmen machen zu können. Und dann muss ich das immer auf meine freien Tage legen. Und deshalb kommt das eben so unregelmäßig. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wir machen heute mal was ganz anderes, was ganz Neues. Und zwar habe ich ja öfter aufgerufen dazu, dass ihr diese Videos kommentieren sollt und dass ich auf diese Kommentare gerne eingehen würde. Das mache ich jetzt hiermit heute auch in dieser Sondersendung natürlich auch als Reaktion auf die Sendung, über die Silvester-Krawalle, auf die es natürlich sehr, sehr viel Reaktionen gegeben hatte. Das war ein sehr emotionales Thema. Da haben die Leute sehr, sehr viel kommentiert. Und da habe ich natürlich auch ein paar Perlen der Kommentarkultur herausgepickt und möchte darauf eingehen. Also es gab natürlich jede Menge Kommentare zu meinem Aussehen, Altersshaming. Ich meine, ich sehe für 61 Jahre, finde ich, wirklich sehr gut aus. Dann wurde sich darüber beschwert, dass ich jetzt also diese Poloshirts trage und dass Fred Perry ja nur das neue Camp David sei oder noch schlimmer Ed Hardy der Neuzeit und so weiter und so fort. Ich muss sagen, also ich finde das altersadäquat, ich finde mein Outfit jetzt angemessen. Und natürlich könnte ich auch im Royal Bunker Pulli hier rumsitzen, aber das überlasse ich dann lieber euch. Den Royal Bunker Pulli, den Royal Bunker Hoodie gibt's ja übrigens auch noch zu kaufen bei Krasser Stoff. Ich verlinke den Shop natürlich sehr, sehr gerne in die Shownotes, wenn ihr einen solchen Hoodie haben wollt oder ein solches T-Shirt haben wollt. Aber ich selber bevorzuge jetzt irgendwie diesen möchte gern seriösen Style. Abgesehen davon, es sind selten Fred Perry Hemden, es sind Jack and Jones Hemden, habe ich ehrlich gesagt lieber, haben drei Knöpfe, sieht einfach besser aus. Außerdem finde ich ja selten. Egal. Also, wir kommen zu den Kommentaren. Erstmal ein sehr allgemeiner. Multicarsten hat nämlich die Frage gestellt. Da ging es allerdings gar nicht erstmal um die Silvesternacht, sondern da ging es wahrscheinlich. Oder doch, ich glaube, es ging doch um die Silvesternacht, weil da habe ich nämlich auch in einer kleinen Randbemerkung habe ich darauf hingewiesen, dass so quasi kommunalpolitische Elemente doch ganz sinnvoll wären, auch in Bezug auf nationale Fragen, wie zum Beispiel den Einsatz und die Lieferung von Kampfpanzern. Also wir haben ja jetzt die Situation auf Druck, wird die Bundesregierung ja wahrscheinlich in absehbarer Zeit doch Kampfpanzer in die Ukraine liefern. Laut einer aktuellen Umfrage, zumindest bei David Asphalt auf seinem Twitter-Account, sehen 57% der Leute dagegen. Ich glaube, das ist sogar relativ repräsentativ, also ungefähr 60% der Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes sind gegen die Lieferung von Kampfpanzern, wird ignoriert, halte ich auch für einen schweren Fehler. Also ich halte es auch für einen Fehler, Waffen in ein Kriegsgebiet zu schicken, von dem alle Militärs gerade auch sagen, dass der Konflikt militärisch wahrscheinlich nicht zu gewinnen ist. Also da wäre ich doch für diplomatische Initiativen und für Verhandlungen, weil man muss sich ja jetzt eigentlich Folgendes vorstellen. Der Konflikt ist nicht gewinnbar. Es werden Waffen reingepumpt. Es sterben einfach immer mehr Leute. Am Schluss hat man dasselbe Ergebnis wie heute, nur einfach mal hunderttausende Tote mehr. Und das ist
Zumindest nicht im Sinn der Leute, die da in den Schützengräben verrecken. Und das sollte unser aller vorrangiges Ziel sein, Menschenleben zu schützen und diese Menschen zu retten. Multicasten stellt also die Frage, wie können geopolitische und Kriegsentscheidungen denn demokratisch entschieden werden, zeitnah? Und wer würde darauf hören müssen? Danke für allerlei Denkanstöße. Ich denke, dass wenn die Kommunalparlamente sich in ihrer Mehrheit dafür entscheiden würden und jetzt Kommunalparlamente tatsächlich irgendwie als so etwas gesehen werden wie basisdemokratische oder direktdemokratische Institutionen, wo Entscheidungen gefällt werden, dann würde natürlich das Zusammentragen aller dieser lokalen und kommunalen Institutionen zu einem großen Ganzen dazu führen, dass auch die große Politik unter Druck gesetzt wird. Warum ich auf diese basisdemokratischen und kommunalpolitischen Ebenen so abhebe, ist, dass ich mir denke, dass die große Parteienlandschaft oder die große politische Landschaft durch das Parteienwesen einigermaßen korrumpiert ist. Du hast in diesen Parteien Machtgefüge, durch die du dich erstmal durchkämpfen musst, um überhaupt an politischen Entscheidungen dabei sein zu können. Eine Rückführung oder also eine Konzentration auf kommunalpolitische Parlamente erscheint mir deshalb relativ sinnvoll, weil du dort mit Problemen konfrontiert bist, für die es parteiübergreifend auch meistens eine einheitliche Lösung gibt. Die Leute vor Ort sind einfach mit denselben Problemen konfrontiert und da kommt man dann auch schneller, zeigt ja auch die Erfahrung, dass in Kommunalparlamenten Parteizugehörigkeit so gut wie überhaupt keine Rolle spielt. Da kommen die Leute halt einfach auch zu denselben Lösungen, weil es vielleicht nur drei Lösungen gibt und dann entscheidet man sich eben für die pragmatischste. Außerdem bin ich der Meinung, dass in den letzten Jahren die demokratischen Zugangsmöglichkeiten zu politischen Räumen, das klingt jetzt alles wahnsinnig geschwollen, aber dass die Leute einfach das Gefühl haben, es interessiert sowieso niemanden, was sie zu sagen haben und dass sie einfach nicht mitentscheiden können. Das ist, glaube ich, ein Grundgefühl in dieser Gesellschaft. Das halte ich auch für ziemlich schwierig. Und da wäre das Engagement in einer Kommunalpolitik, die wirklich offen ist auch für Mitsprache, also so etwas wie Bürgerinnenräte, die teilweise auch per Losverfahren entschieden wird oder wo die Teilnahme auch per Losverfahren entschieden wird. Ja, da sind diese Institutionen oder so eine Institution wäre halt eben auch die Möglichkeit, um wieder so etwas wie Demokratie üben zu können. Wir reden jetzt tatsächlich von demokratischen Entscheidungen, wo die Leute halt tatsächlich mitentscheiden können und auch über ökonomische Zusammenhänge am besten am Ende entscheiden können müssten. Das ist natürlich schon wieder ein Zustand, den wird man in dieser Gesellschaftsordnung, wie sie jetzt gerade aufgebaut ist, relativ schwer durchsetzen können. Aber um sich auf so etwas vorzubereiten, dass man eben auch über ökonomische und wirtschaftliche Dinge abstimmen können sollte und da auch Ahnung haben sollte, muss man so etwas wie Demokratie meiner Meinung nach auch üben. Und deshalb ist es meiner Meinung nach auch sinnvoll, sich in diesen Bereichen zu engagieren oder da eben auch seine Kräfte drauf zu konzentrieren. Also das ist natürlich jetzt wirklich mehr oder weniger ein philosophischer Gedanke der Woche. Das ist so eine Ausführung auf eine einfache Frage. Aber ich denke mal, das regt euch vielleicht auch zum Nachdenken an. Vielleicht haltet ihr das auch alles für Schwachsinn und ihr kennt das alles aus irgendeinem Hausprojekt, aus irgendeinem selbstverwalteten Kindergarten. Und dann sagt ihr, ja, das klappt ja überhaupt nicht. Die Leute reden sich da um Kopf und Kragen und das nervt einfach nur. Und man kommt überhaupt nicht zu den Entscheidungen. Bezweifle ich tatsächlich, braucht ein paar Regeln, man muss es üben, aber wir sollten es auch üben. Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir da in so einen Prozess kommen, dass wir da also wieder demokratisch arbeiten können. Ich habe
Flugmodus leider nicht angestellt, deshalb kommen jetzt hier Nachrichten rein. Das lenkt mich ab. Ich hoffe, das passiert nicht allzu oft, aber so gefragt bin ich ja auch gar nicht mehr. Na gut. Führt dann auch zum nächsten Thema. Das führt dann nämlich auch zur Silvesternacht und zu den Lösungsvorschlägen oder auch zu den Anwürfen, was es da alles gab. Also, die meisten Kommentare hat natürlich mein Video zur Silvesternacht provoziert. Und da gehe ich jetzt mal so ein bisschen systematisch vor. Ich habe versucht, diese Kommentare so in einigermaßen Kategorien zu sortieren. Fangen wir mal mit einem grundsätzlichen Missverständnis an, das mir immer wieder begegnet ist. Und zwar, dass ich geurteilt hätte oder eben nicht scharf genug geurteilt hätte. Also ein Kommentar, NBC 89 oder der User, die Userin NBC 89 schreibt: Ich bin dafür, Markus Steiger nächstes Jahr an Silvester in Feuerwehruniform in besagtes Gebiet zu schicken. Mal sehen, wie er dann danach so urteilt. Das grundsätzliche Missverständnis an diesem Kommentar zu meiner Arbeit, also oder zu dieser Art von Videos oder zu diesem Art von Kommentar ist: Ich habe nicht geurteilt. Es ist kein Urteil. Natürlich ist es asozial, Rettungskräfte anzugreifen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und ich glaube auch, die Leute selber, die das gemacht haben, die haben nicht ansatzweise darüber nachgedacht. Natürlich würden sie es wollen, dass, wenn ihre eigene Wohnung brennt, dass dieses Feuer gelöscht wird. Oder wenn die eigene Oma einen Herzinfarkt erlitten hat, dann sind die Gott froh, wenn die Rettungsdienste kommen. Und es ist überhaupt keine Frage, dass das ekelhaft ist, diese Rettungskräfte auch anzugreifen. Aber darum ging es mir ja auch gar nicht. Das ist ja überhaupt nicht Teil meiner Bestrebungen. Ich fälle kein moralisches Urteil. Ich stelle gesellschaftliche Bezüge und Zusammenhänge her. Und alles, was ich gesagt habe, ist, dass diese Leute, die da randaliert haben, und es haben ja nicht nur Leute in Neukölln oder in Kreuzberg oder in Berlin überhaupt randaliert. Es gab ja diese Berichte dann auch aus Sachsen, aus irgendeinem, aus Borna, wo Leute ausgetickt sind und dann mit Sieg Heil rufen. Also, dass auch Rettungskräfte und Polizeikräfte angegriffen haben. Worüber übrigens sehr leise nur berichtet wurde in den deutschen Medien. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich habe gesagt, diese Leute sind von vornherein aussortiert und diese Leute haben kein Interesse mehr daran, in dieser Gesellschaft, an dieser Gesellschaft mitzuarbeiten, in dieser Gesellschaft teilzunehmen, weil sie das Gefühl haben, eben zu dieser Gesellschaft überhaupt nicht mehr dazuzugehören. Und das hat einfach auch gesellschaftliche Gründe. Das hat Gründe in der Ordnung der Wirtschaft. Das hat etwas damit zu tun, ob diese Leute irgendwie Arbeit finden, gesellschaftlichen Zugang finden, das Gefühl haben, in dieser Gesellschaft überhaupt gebraucht zu werden. Und ich behaupte, dieses Gefühl haben sie nicht, weil die Lehrer sie aufgegeben haben, die Leute sie einfach nicht einstellen würden. Es wird, also das ist ja dann das Katastrophale. Die nimmt ja auch keiner. Die will keiner haben. Und zwar nicht erst seit der Silvesternacht, sondern einfach schon davor. Und die Jugendsozialarbeiter sind einfach nur damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass diese Leute nicht jeden Tag ausrasten und nicht jeden Tag eine Oma überfallen und nicht jeden Tag Scheiße bauen. Aber das ist einfach nur eine Form von Elendsverwaltung. Und da sage ich, da müssen wir gesellschaftlich ran, da muss ein großer gesellschaftlicher Dialog her. Und da reicht es auch nicht, irgendwie so einen Gipfel zu machen, wie Franziska Giffey das gemacht hat, und dann für die Sozialhilfe einfach mehr Geld auf den Tisch zu legen. Das ist sicher nicht das Allerfalscheste, aber im Endeffekt müssen wir einen gesellschaftlichen Dialog darüber führen, wie wir arbeiten und wie wir leben wollen. Und das unter Einbeziehung aller, die hier leben. Leitet dann auch über, also dass diese Argumentationen können ja einige auch noch nachvollziehen und können ja auch verstehen, dass
diese Leute da auf der Straße wütend sind. Oder ich würde sagen, sie sind ja nicht nur wütend, sie sind ja eigentlich nihilistisch. Da ist ja noch nicht mal irgendwie eine Form von Protest oder Bewusstsein da. Das ist Nihilismus pur. Und darauf beziehen sich dann eben auch zwei Kommentare, die ich noch rausgesucht habe. Zum einen Leo, der sagt, die Wut und auch der Zorn dieser Menschen ist ja völlig legitim und richtig. Also er hält sogar für legitim, ne, für berechtigt oder für, das hat was Berechtigtes, dass sie so wütend sind und so zornig. Sie hat sich nur leider in dieser Nacht unreflektiert geäußert. Natürlich ist jede Form an Gewaltausübung gegen wirkliche Rettungskräfte wie der Feuerwehr und Sanitäterin zu verurteilen. Ja, natürlich ist das unreflektiert. Ich glaube, Zorn und Wut und gerade auch von Leuten, die sich verlassen fühlen, das äußert sich nicht reflektiert. Die werden keine Position schreiben, die werden kein Flugblatt schreiben, die werden auch keine marxistische Erklärung da lassen und hinterlassen und sagen, das haben wir jetzt gemacht, weil wir so wütend sind und weil wir uns von diesem System verlassen fühlen. Das liegt aber auch daran, von wo soll denn dieses Bewusstsein kommen? Wer bringt Ihnen dieses Bewusstsein bei? Wo kriegt man denn überhaupt solche geistige Nahrung, dass man sich in der Form über seine Wut und seinen Zorn überhaupt artikulieren kann? Alles, was wir ja auch geboten bekommen, und da kennen wir uns ja auch aus in dieser Rap-Welt, was da zum Beispiel an Botschaften vermittelt wird, aber auch was im Internet ansonsten kursiert, da kursieren eigentlich im Endeffekt nur Ratschläge, wie man für sich selber sorgt, wie man sich durchsetzt, wie man sich selber optimiert. Und das steht dann halt eben in diesem krassen Gegensatz zu dem, was die vorfinden an realen Möglichkeiten. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, die einzige reale Möglichkeit, die solchen Leuten bleibt, ist, sich als Amazon-Fahrer zu verdingen und eben nicht nur dafür, dass es eine gesellschaftlich notwendige Tätigkeit ist, Pakete auszufahren, sondern einfach nur für den Reichtum eines anderen Menschen. Das war manchen dann auch wiederum zu verkürzt. Auch dafür gab es Schimpfe, dass halt irgendwelche Leute auf der Straße randalieren würden. Und dann Jeff Bezos daran schuld ist, das habe ich nicht gesagt. Es geht in meinen Ausführungen auch nie um Schuld. Schuld sind religiöse Kategorien, die gehören in die Kirche. Das könnt ihr machen in eurem katholischen Unterricht oder eurem islamischen Unterricht. Das ist mir vollkommen gleich, aber von Schuld rede ich nicht. Ich rede von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Tommy81 schreibt dann auch noch, ich finde, du hast mit allem recht, was du sagst, nur das mit der Silvesternacht zu verbinden, Fragezeichen. Ich glaube, das war immer so an Silvester, nur dieses Jahr wurde genauer hingeschaut. Glaubst du wirklich, dass Jugendliche mit Böllern wirklich eine politische Idee haben, wenn sie sich mit Feuerwerk beschießen oder andere? Ich glaube nicht, zumindest nicht an der Silvesternacht. Das glaube ich auch nicht, Tommy. Das habe ich auch nicht unbedingt gesagt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es ein politisches Bewusstsein gäbe, wenn es dieses politische Bewusstsein gäbe und die Leute deshalb randalieren würden. Aber ich glaube, da sind wir noch etwas weiter davon entfernt. Dann gab es natürlich den üblichen Müll voller rassistischer Stereotype, wie zum Beispiel, wenn du ein homophober, antisemitischer, frauenverachtender Macho-Kanake bist, dann bist du aus gutem Grund am Rande der Gesellschaft. Kein Mitleid für solche Menschen. Also im Gegensatz zu mir hat dieser User, und zwar Uludak91, hat dieser User also sein Urteil schon fertig. Der weiß genau, weshalb, warum und weswegen die Leute also da sich moralisch verwerflich verhalten haben. Und diese Leute sind dann auch sehr, sehr der Meinung, dass wenn diese Leute weg sind, dann gäbe es auch diese Probleme nicht. Also ähnlich wie dann der User oder die Userin Mavi, die geschrieben hat, welche Fachkräfte in mehr als etlichen Videos zu sehen war, spricht für sich.
Was soll da die Diskussion über Amazon? Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Wenn du etwas grundlegend verändern willst, dann heißt das für mich Abschiebung. Weg mit dem Gesindel. Ja, und das ist leider tatsächlich eine sehr verbreitete These, die ich auch außerhalb des Internets immer wieder angetroffen habe. Also wir waren ja neulich bei Stern TV, Mohammed Chachour und ich. Also Mohammed und ich, wir haben ja ein Buch geschrieben, Dachil Inside Arabische Clans. Auch das verlinke ich selbstverständlich in den Shownotes. Und in diesem Zusammenhang waren wir bei Stern TV und da saß dann Klaas Meyer-Heuer und Rainer Nachtigall, ehemaliger Kripo-Beamter plus Mohammed Chachour plus eine Vertreterin der Linken aus Neukölln, Jorinde von Kein Generalverdacht. So, und die haben dann diskutiert. Ich glaube, es war noch eine fünfte Person dabei, aber die hat nicht allzu viel gesagt oder war dann mehr oder weniger nur am Rand. Also diskutiert haben Klaas Meyer-Heuer und Rainer Nachtigall und die waren der festen Überzeugung, dass wenn gewisse Leute abgeschoben werden, dann würde es auch gewisse Formen von Verbrechen nicht mehr geben. Und das ist natürlich eine total dumme, eigentlich eine total dumme Position, irgendwie wirklich davon auszugehen, dass nur gewisse Volksgruppen oder gewisse Bevölkerung, vor allem dann halt auch migrantische Herkunft, gewisse Kriminalitätsfelder hier in dieses Land einführen würden. Das ist kriminologisch blanker Unsinn und wird ja wahrscheinlich auch jeder Kriminologe sagen. Es gibt Kriminalitätsfelder, die werden bedient und die werden halt jetzt vielleicht überwiegend von bestimmten Leuten aus bestimmten Communities bedient. Aber wenn die tatsächlich weg wären, dann würde es diese Kriminalitätsfelder natürlich mit Sicherheit trotzdem geben. Und das Zweite, was an diesem Gedanken natürlich auch so wahnwitzig ist, es handelt sich tatsächlich um ein bundesdeutsches Problem. Diese Leute sind in diesem Land geboren, die haben einfach einen deutschen Pass. Das sind deutsche Staatsbürger, ganz normal, mit vielleicht anderer Herkunft. Aber wie wollt ihr diese Leute abschieben? Wie blutig soll so etwas funktionieren? Was ist das überhaupt für eine wahnwitzige Idee? Das wird weder auf die eine noch auf die andere Art und Weise funktionieren, außer man fällt wirklich zurück in ganz finstere Zeiten, was eben auch verhindert werden muss. Steve D. weist in diesem Zusammenhang nochmal auf einen anderen Aspekt hin, der eigentlich wiederum zu dem Gedanken davor besser gepasst hätte, aber egal. Ist jetzt an dieser Stelle ein bisschen schlechter sortiert, aber der sagt, wenn es wirklich darum ginge, dass die Armen und Verzweifelten hier spontan ihre Lage reklamieren, dann wären zum Beispiel Millionen Rentner und Kranke am Rand des Existenzminimums wohl als erste berechtigt gewesen, ihrem Unmut Luft zu machen. Genau diese Personen benehmen sich aber, und warum? Weil sie Respekt vor dem Staat, dem Eigentum und dem Gesetz haben. Die Randalierer haben das nicht. Und Daniela Wittmann ergänzt, ist gut, aber schon verkürzt, nur so ist es nicht. Es gibt halt Gründe, warum Menschen erstmal dann eben diese Jobs machen können. Das hat mehr Gründe als soziale Benachteiligung. Die Absolutheit, mit der er spricht, ist eine Beleidigung für alle Menschen mit Migrationshintergrund, die was aus sich gemacht haben. Naja, er schmeißt sehr viel zusammen. Wenn das alles Grund für Gewalt und Übergriffe gibt, dann gute Nacht. Welche Legitimierung? Dann müssen Rentner ja ständig Menschen angreifen und Feuer legen. Sehr einseitig und einfach gedacht. Ja, also zu dem Gedanken, dass Rentnerinnen und Rentner sich auf die Barrikaden begeben müssten, dem würde ich zustimmen.
da würde ich sagen, ja, genau, die haben allen Grund, jeden Tag auf die Barrikaden zu gehen und die haben auch allen Grund, Feuer zu legen und sich zu beschweren. Sie können es wahrscheinlich auch nicht mehr. Sie können das vielleicht auch körperlich nicht mehr. Es liegt vielleicht auch an einem gewissen Obrigkeitshörigkeit oder an einer gewissen Obrigkeitshörigkeit und an diesem Gefühl, diesem Staat irgendwie noch verpflichtet zu sein. Aber ich denke, auch diese Bereitschaft schmilzt und dafür hätte ich persönlich auch vollstes Verständnis. Und an dieser Stelle sollten sich die Jungen mit den Alten vielleicht auch mal zusammentun. Das wäre aber nur eine, natürlich nur in Form einer künstlerischen Performance und nicht als realen Gewaltaufruf verstehen. Interessanter wird's dann aber jetzt. Und zwar kommen wir zu einem relativ großen Komplex, der sich kristallisiert in einem Kommentar von Ingo Hanmer. Ingo Hanmer schreibt, ha, Steiger, nicht viel Wissen, aber eine Meinung. Das Programm kann man nachlesen, was hier läuft, nennt man Koran und Hadithe. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Mr. Steiger. Die Welt geht in den Arsch wegen Spinnern deiner Sorte. Und Orwellian Nightmare schreibt, genau, die armen Migranten in einem der größten Sozialstaaten der Welt. Fakt ist, diese Menschen haben keinerlei Respekt vor Deutschland oder den Deutschen. Sie sind undankbar und denken, den scheiß Ungläubigen zeigen wir, wem bald das Land gehören wird. Problem sind auch die Institutionen selbst. Bei der Polizei fehlt die Autorität. In deren Heimatländern würden sie bei Polizisten sich nicht mal trauen, einen Mucks zu sagen, aber hier dürfen sie alles. Berlin generell ist ein Shithole und ein Failed State. Da könnt ihr Linken gerne die Augen weiter verschließen, bis es irgendwann mal zu spät ist. Aber das ist ja typisch für Deutsche. Okay, also da sind natürlich jede Menge ekelhafte Gedanken mit eingeflossen. Eine natürlich, so sind Linke. Und das Ganze muss nur noch mal mit mehr Härte begegnet werden, dann würde das schon wieder in Ordnung sein und so weiter und so fort. Was ich allerdings daran interessant finde, auch sind diese Gedanken, dass diese Leute also quasi hierher gekommen sind, um mit Absicht dieses Land zu verhöhnen und am besten auch noch die ursprüngliche Bevölkerung also auszutauschen. Ja, also da wird dann vom großen Bevölkerungsaustausch geredet, da wird dann von der Vernichtung der autochthonen europäischen Völker geredet. Da wird dann also so davon schwadroniert, dass so die Germanen oder die Deutschen dann eben aussterben würden und so weiter und so fort. Also Untergang des Abendlandes Deluxe. Der große Bevölkerungsaustausch ist im Gange und die Leute kommen also entweder mit Absicht her oder die Steigerung davon ist natürlich noch die, da wird ein großer Plan verfolgt und dieser Plan wird dann in die Realität umgesetzt und da werden dann also diese Kohorten von Menschen nach Europa geschickt, um dort die Bevölkerung auszutauschen, zu welchem Zwecke auch immer. Also einmal in einer Diskussion tauchte leibhaftig mal so eine Person auf, die genau von sowas geredet hat, vom großen Bevölkerungsaustausch. Und dann habe ich nachgefragt, was ist denn der Sinn und Zweck dieses großen Bevölkerungsaustausches? Und darauf hat diese Person dann geantwortet, naja, die Leute würden dann untertäniger werden und die Leute würden dann besser gehorchen. Worauf ich dann anmerkte, dass die Deutschen in ihrer Vergangenheit auch als sozusagen reinrassiges Volk kein Problem damit hatten, zu gehorchen und einen Untertanengeist an den Tag zu legen. Gut, aber darum geht es nicht. Es geht an der Stelle so ein bisschen, wie man sich die Welt erklärt. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal offenlegen, wie ich mir die Welt nämlich so erkläre. Ich gehe schon von einem sehr materialistischen Weltbild aus. Und materialistisch meine ich jetzt nicht in Form von Geld verdienen. Das wisst ihr, da habe ich so meine Probleme damit. Nein, materialistisch heißt, dass ich auf materialistischen Grundlagen argumentiere, sprich Arbeit, Brot, Essen, ein Zuhause.
Wenn diese materialistischen Grundlagen nicht vorhanden sind, dann habe ich den Eindruck, geht es den Leuten schlecht und die Leute sind zu irrationalem Verhalten fähig. Das heißt, wenn hier eine größere Menge Leute aus dem globalen Süden angeschwemmt wird, dann hat es nichts damit zu tun, dass sich dort irgendjemand hinsetzt und denkt, ha, Deutschland ist so ein Opferland, das gehen wir jetzt mal überfallen, sondern dann finden diese Leute dort materielle Bedingungen vor, die ihnen dort ein Leben unmöglich macht. So erkläre ich mir die Welt. Und dann gibt es natürlich den Erklärungsversuch, dass man eben das genau andersherum interpretiert und sagt, nee, die Leute handeln aus purer Bosheit und sie handeln mit voller Absicht. Das Lustige an dieser Stelle, und jetzt möchte ich mal, also das Lustige ist eigentlich, dass es dieses Denken in der islamischen und in der arabischen Welt auch gibt und dass es dort genau spiegelverkehrt dieselbe Argumentation in Anschlag gebracht wird. Und das ist etwas, dann fällt vielleicht auch dem einen oder anderen auf, dass diese Art, sich die Welt zu erklären, seine Mängel hat. Und zwar gibt es eine Strömung im Islam, die man Salafismus nennt und die war ja in den letzten Jahren auch des Öfteren in den Medien. Und dieser Salafismus, das ist eine relativ moderne Strömung innerhalb des Islam und hat auch ihre Auswirkungen auf den sogenannten politischen Islam, gehört also zur islamischen Moderne. Und diese islamische Moderne entstand im ausgehenden 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Dieser politische Islam und auch der Salafismus hat ein großes antikoloniales Element. Man könnte sogar sagen, sie entstand mit dem Kolonialismus der Europäer in der arabisch-islamischen Welt. Ja, also die Europäer sind in den arabisch-islamischen Raum eingedrungen, haben dort Staaten gegründet oder Protektorate errichtet. Das kann man heute noch nachsehen und also unter anderem auch nachlesen in unserem Buch Dachil Inside Arabische Clans. Da haben wir ein relativ großes Artikel zu diesem oder ein relativ großes Kapitel zu diesem Thema auch geschrieben. Aber das könnt ihr auch nachsehen auf dem Globus, auf den Landkarten, wie diese Staaten im Nahen Osten zum Beispiel aufgeteilt sind. Die sind tatsächlich mit dem Lineal gezogen. Also da gibt es relativ gerade Striche. In Afrika sieht man das auch. Und das spricht natürlich dafür, dass andere Mächte diese Ländereien unter sich aufgeteilt haben. Das waren namentlich also die Franzosen und die Briten. Und wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass diese Kolonialmächte den vorderen Orient also erobert haben, weil sie dort materielle Interessen verfolgt haben. Bodenschätze, geostrategische Stützpunkte errichtet haben, Handelswege sich erschlossen haben. Öl war dann ein zunehmendes Argument. So, und diese Europäer dringen also in diesen Raum ein und darauf regt sich dann auch Widerstand. Der Widerstand geht jetzt aber her, erklärt sich die Anwesenheit dieser Fremden nicht dadurch, dass man halt eben ein Landstrich ist mit relativ vielen Bodenschätzen, der relativ viele Begehrlichkeiten weckt, sondern diese Salafisten gehen also jetzt her und erklären sich die Anwesenheit der ungeliebten Fremden damit, dass, und das hat etwas auch mit dem Niedergang des Osmanischen Reichs zu tun, dass also die Führer und die Gläubigen des Osmanischen Reichs vom rechten Glauben abgefallen sind und ein unislamisches Leben führen und deshalb so schwach sind, moralisch so schwach sind, dass sie sich gegen die Anwesenheit der Fremden nicht mehr verteidigen können. So, deren Reaktion war jetzt also, wir orientieren uns an den Altvorderen, wir orientieren uns an den Gründungsvätern des Islam und haben dann halt eben auch diesen Salafismus aus der Taufe gehoben, der
verbunden mit diesem antikolonialen Element, also wir schmeißen die Ungläubigen wieder raus, aber genau diese Geschichte erzählt, wenn wir zurückkehren zum alten Glauben, zum Glauben unserer Vorväter, dann haben wir auch die Kraft, die Fremdmittel rauszubekommen. Und genau dasselbe passiert natürlich jetzt gerade in Europa, wo sich die Leute tatsächlich einbilden, diese Fremden kommen also hierher, um die Deutschen auszurotten, um die Germanen auszurotten, um diesen deutschen Staat zu verhöhnen und missachten vollkommen die materialistischen Bedingungen, unter denen die Leute halt sich in Bewegung setzen. Und das halte ich für einen Fehler. Und das halte ich für einen großen Fehler und dieser Argumentation werde ich auch nicht folgen. Und deshalb argumentiere ich halt eben auch dagegen. Und deshalb versuche ich zum Beispiel mit diesem Podcast oder mit dieser Videoserie eben andere Gedanken in die Welt zu bringen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wir 90% unserer Probleme inklusive Kriegen nicht hätten, wenn die Menschen ausreichend kooperieren würden, wenn die Menschen ausreichend ein Dach über dem Kopf hätten, wenn sie ausreichend gesundes Essen zur Verfügung hätten und auch über ausreichend medizinische Versorgung verfügen würden. Und ihr könnt dem gerne widersprechen. Natürlich gibt es crazy Gedanken, natürlich gibt es Verrückte und Psychopathen und natürlich gibt es auch psychopathische Ideologien. Aber ich glaube, 90% unserer Probleme würden nicht existieren, wenn diese materialistischen Grundlagen ausreichend zur Verfügung stehen würden. Naja, dann kamen natürlich so Sachen in den Kommentaren vor wie Ulf Schilling, der meint, du befindest dich in einem gedanklichen Korsett, welches dir nicht die Einsicht der Vernunft gibt. Ja, einige deiner Thesen beflügeln mich gedanklich, aber im Kern weiß ich, dass dein Weg alles nur noch schlimmer machen würde. Jetzt bin ich wohl für dich ein Nazi. Nee, Ulf, bist du nicht. Aber interessant, dass du dich natürlich in einem Zusammenhang stellst mit dem Wort Nazi. Also warum sollte ich dich für einen Nazi halten, wenn du anderer Meinung bist oder wenn du meinen Weg für schlecht hältst? Aber da würde ich dann doch gern noch ein paar Argumente hören, warum mein Weg so schlecht sein sollte. Dann gab es noch was Lustiges auf die Frage, was hat mich bloß so radikalisiert, kam von Steve D., den haben wir vorher schon mal gehört, aber da hat er einen lustigen Kommentar noch gemacht. Vielleicht war es der Unterricht bei Herrn Hörmann, der dich radikalisiert hat. Herr Hörmann, Gymnasium Kornwestheim, Gesellschaftskundelehrer meiner Meinung nach. Weiß ich aber nicht mehr genau, war es Herr Hörmann, der Gesellschaftskunde und Geschichte gemacht hat oder war Herr Hörmann auch ein Mathelehrer? Keine Ahnung, kann auch sein, dass mich mein Mathelehrer radikalisiert hat, weil ich Mathematik halt einfach nicht mochte. Aber das war eher Herr Ulmer, der mich auf jeden Fall auf die radikale Kontraschiene geschickt hat. Dann gab es von Kemal noch eine Frage, Steiger, mehr oder weniger Populismus wagen? Da sage ich natürlich, mehr Populismus wagen, natürlich, wir müssen da rein in die Masse, wir müssen unsere Ideen verbreiten und es reicht natürlich nicht, wenn wir das in abgeschiedenen Zirkeln machen. Und dann gab es noch tolle Kommentare zum Video Streit ums Bürgergeld, da ging es wirklich hoch her. Und zwar hat ein User eine wirklich interessante Anmerkung gemacht. Das war natürlich als direkter Angriff auf mich gedacht, aber im Endeffekt hat mich das oder führt es zu einem weiteren Gedanken, der in diesem Video auch vorkommt und der eigentlich meine These unterstreicht. Das wollte der User natürlich nicht, aber indirekt hat das eben dann doch gemacht. Das ist der User 0, 3 mal die 1, 2 mal die 7. Der sagt, ein Typ, der Echo, Savage, Sido, K1, in Klammern Multimillionäre, gesigned hat, aber selber kein richtiges Geld verdient hat, hatet den ganzen Tag gegen Menschen, die Geld verdienen. Und diese Bemerkung, richtiges Geld, das ist natürlich der entscheidende Punkt in seinem Kommentar, weil offensichtlich weiß 0, 3 mal die 1, 2 mal die 7 sehr wohl, dass Geld verdienen als Arbeitnehmer
eben kein richtiges Geld verdienen ist. Ja, richtiges Geld verdienen, und das schreibt er dann auch, ist natürlich das, wenn man andere Leute für sich arbeiten lassen kann. Wenn man andere Leute für sich arbeiten lässt, erst dann verdient man richtiges Geld als Unternehmer. Und das ist ja das, was ich dann auch in diesem Video gesagt habe, in Streit ums Bürgergeld. Da ging es eben um die Frage, oder da habe ich dann die Frage aufgemacht, wozu, weshalb und weswegen und wann wird denn eigentlich in dieser Gesellschaft gearbeitet? Und zwar nur dann, wenn es sich für die Leute lohnt, die arbeiten lassen. Dann wird gearbeitet. Die Leute, die Investitionskapital, und sei es jetzt nur einfach so quasi die Betriebsmittel zur Verfügung haben, damit andere Leute für sie arbeiten gehen. Diese Leute, die verdienen richtiges Geld, und wegen denen wird in dieser Gesellschaft gearbeitet. Und wenn mit deiner Arbeitskraft nicht Geld verdient werden würde, dann wird diese Arbeit auch nicht ausgeführt. Ja, also wenn ein Krankenhausbesitzer mit seinem Angebot von Pflege oder eine Krankenhausbesitzerin, wir machen es jetzt wirklich relativ einfach, ja, und persönlich, das sind natürlich Aktiengesellschaften und so weiter und so fort, da stehen dann die Banken dahinter und es ist alles sehr verschleiert, aber wir gehen mal davon aus, wir haben einen Krankenhausbesitzer oder eine Krankenhausbesitzerin, dann wird diese Pflege nur angeboten, wenn es sich für diese Krankenhausbesitzerin lohnt. Und da können noch so viele Krüppel und verstümmelte Leute vor der Tür stehen, oder da können noch so viele Leute vor der Tür stehen, die wirklich ärztliche Hilfe benötigen, die Pflege benötigen. Wenn die das nicht bezahlen können, wenn sich's für den Krankenhausbesitzer, die Krankenhausbesitzerin nicht lohnt, dann findet diese Pflege nicht statt. Und so passiert es ja auch. Also es gab ja diese Pflegenotstände jetzt im letzten Winter. Es gab zu wenig Kinder, zu wenig Angebote für Kindermedizin. Das liegt natürlich daran, dass Kindermedizin schlechter bezahlt ist und dass sich das eben nicht richtig rentiert, so etwas aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es diese Notsituation, dann wird es oft gebraucht, dann wird es über die Maßen oft gebraucht. Und dann können die Leute einfach nicht versorgt werden, weil es dieses Angebot nicht gibt, weil dieses Angebot sich einfach nicht rentiert. Ja? Insofern danke 0, 3 mal die 1, 2 mal die 7 für diese Anregung. Dann hat Maxim von KZ aber auch noch einen kleinen Kommentar hinterlassen. In diesem Video Streit ums Bürgergeld. Er hat sich gewundert, warum ich nicht mehr auf diesen Gedanken eingegangen bin, dass sich die Geringverdiener diesen Scheiß überhaupt einreden lassen. Die sollten doch wirklich großen und guten Grund haben, dafür zu kämpfen, dass Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfängerinnen in Zukunft mehr Geld verdienen, weil das natürlich den Druck erhöht, also wenn die weniger Geld bekommen, erhöht es natürlich den Druck auf den Niedriglohnsektor, und also man kann weniger bezahlen, um dann diesen Unterschied zu den Hartz-IV- und Bürgergeldleistungen irgendwie aufrechtzuerhalten, und natürlich müsste auch jemand, der im Niedriglohnsektor arbeitet, ein Interesse daran haben, dass Hartz-IV und das Bürgergeld nach oben geht, um dann eben auch ein gutes Argument dafür zu haben, von seinem Chef, von seinem Arbeitgeber mehr Geld zu verlangen. Ja, und dass es natürlich total verrückt ist, dass die Leute sich heutzutage eben also sich so einen Quatsch einreden lassen und das mit diesem Arbeitsethos dann so verinnerlicht haben, dass es eben ein Wert an sich sei, wenn man den ganzen Tag knuffen geht. Ja, so viel jetzt also. Puh, ist ja jetzt 43 Minuten lang schon an dieser Stelle. So viel also jetzt mal zu diesen Kommentaren. Relativ lange Ausgabe vom Gedanken der Woche. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, und ich hoffe, ihr seht auch, dass ich mich mit den Kommentaren tatsächlich auch beschäftige. Und vielleicht können wir das ja alle 4, 5 Sendungen dann aufrechterhalten. Ergibt sich ja dann doch immer wieder was Neues. Und ansonsten freut es mich natürlich, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr das mögt, dann abonniert den Kanal, empfehlt es weiter.
Schaut natürlich da unten in die Shownotes nach den diversen Merchandising-Links ein. Aber das Buch, zum Beispiel Dakhil Inside Arabische Clans, wirklich ein großartiges Buch. Sehr, sehr gut, solltet ihr euch holen beim Buchhändler eures Vertrauens am besten. Ja, wir sind ja dafür, dass auch kleine Buchhandlungen überleben sollen, nicht nur die großen und vor allem auch nicht dieses Ding da für den Menschen, der ins All fliegt. Ja, und ansonsten bis dahin, bis wenn das Licht wieder gut ist, dann mache ich das, die nächste Aufnahme. Bis dahin, tschüss.